Hallo meine lieben Zwillinge, lasst uns das Leben feiern. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr Lieben. Und ihr befindet euch natürlich bei bester Gesundheit. Meine Lieben, wir gucken uns hier heute die nächsten 14 Tage an, ja? Und ihr habt die ehrenvolle Aufgabe zu fühlen, ob ihr mit dieser Legung in Resonanz geht, ob das eure Legung ist oder nicht. Genau. Wenn nicht, Mond, Venus, Aszendentzeichen gerne nochmal anschauen. Da könnte auch was drin sein an Informationen. Da ist immer irgendwas, was euch interessieren könnte. Genau, wir arbeiten hier mit einer Neunerlegung heute mit dem Tarot. Ich habe an der Seite noch ein paar Impulskarten. Wir klären mit dem Licht- und Schattentarot, klären wir dieses Tarot hier. Und dann habe ich noch die Lennys mit dabei und die Selbstliebe-Orakelkarten. Und ich denke, dann sind wir ready, meine Lieben. Ich hoffe, ihr befindet euch im Urlaub. Euch geht's gut. Ich habe ja immer Urlaub. Irgendwie, ne? Also die, die mich kennen, die wissen ja, ich teile mir mein Leben selber ein. Ich arbeite ja selbstständig und von dem her habe ich immer Urlaub und habe immer Arbeit und irgendwie habe ich immer zu tun. Und deswegen habe ich gedacht, oh, machen wir mal heute eine Zwillinge-Legung. Ab zu den Irren. Ein bisschen irre sein ist schön. Und wir starten jetzt hier mit der Legung. Ich hoffe nicht, dass meine Nachbarin gleich kommt und klingelt, weil eben war es die Paketbotin bei der Wassermann-Legung. Und ja, hoffen wir mal, dass das nicht passiert, weil sonst vergesse ich immer, was ich gesagt habe im Vorfeld. Das ist so ein positives Laster von dem Ganzen, um was es hier geht, weil wenn ich alle Legungen wüsste dann, und alles behalten könnte, dann wäre ich zu. Deswegen, also alles gut. So, wir starten jetzt mal los, meine Lieben. Nicht so viel Laberababa hier. Also, was haben wir hier? Okay, die Klarheit. Schaffe dir Raum für das, was dir wirklich wichtig ist. Ja, also das kann ich euch sagen. Seitdem ich das mache, geht es mir echt gut. Das ist so diese Energie, ich mache, wann ich will, wo ich will und wie ich will, was ich will. Und wenn ich was Neues sehe an Produkten und ich finde die ganz cool, dann werde ich diese Produkte einfach mit ins Feld nehmen. Und dann werde ich losgehen und mir das kaufen oder werde das kreieren oder habe neue Ideen und Impulse und setze es einfach in die Tat um. Ja? Also hier ist ganz, ganz wichtig zu wissen, okay, du brauchst Klarheit, um zu wissen, was du erstmal möchtest. Das ist das Erste, das ist das A und O. Wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest, Zwilling. Und die Zwillinge sind ja so, heute hier, morgen da, übermorgen da, wo sie vorgestern waren. Ne? So, und hier ist wichtig, dass ein bisschen Klarheit in dein Feld kommt. Bitte, ja? Okay, Klarheit und natürlich, dass du dann in Bezug auf das, wo du weißt, wo du hin willst, dir dann natürlich auch den Raum schaffst, um das umzusetzen. Ja, dann lass uns mal gucken, was deine Seele hier sagt. Freundschaften pflegen. Ja, ihr darf, also wenn du das Gefühl hast, du bist alleine, Zwillinge, ja, oder dich stört es, dass du alleine bist oder wie auch immer, dann könnte das hier sehr gut sein, dass du dir, siehst du, da wackelt schon die Kamera, Dankeschön, dann darfst du dir darüber im Klaren werden, dass Freundschaften gepflegt werden müssen. Also wenn zum Beispiel sich eine Freundin lange nicht gemeldet hat oder du wunderst dich, warum läuft hier dieses Thema Freundschaften nicht so, dann mach dir mal darüber Gedanken, ob du vielleicht mal wieder in deine Freundschaften investieren solltest oder ob die Freundschaften, die du hast, ob die wirklich, ob das so ein Geben und Nehmen ist. Also wie gesagt, Freundschaften pflegen kann Düngen sein, Wassergießen sein, kann Telefon in die Hand nehmen und Sprachmemo machen, hey, ich lebe noch, alles gut. Oder wie ich jetzt letztens auf meinem WhatsApp-Kanal, wo ich gepostet habe, Leute, wer lange nichts von mir gehört hat, bin gerade dabei, bin gerade sehr viel beschäftigt, aber ihr könnt mich trotzdem über WhatsApp erreichen. Ne? Weil es gibt halt auch Leute, die sich dann in dem Moment nicht trauen, mich zu connecten, weil, oh, sie hat so viel zu tun. Nee, ihr könnt immer, keine Frage. Ne? Ich entscheide ja, ob ich dann mich zurückmelde oder nicht, aber ihr könnt trotzdem euch immer melden. Und das ist halt einfach genau so eine Message, die hier kommt. Ne? Also Freundschaften pflegen. Ne? Dann gebt lieber mal raus, ey, ich habe gerade zu viel zu tun, ich melde mich dann. Ne, dann wissen die alle Bescheid und am besten gleich im Status posten. Dann brauchst du es nur einmal schreiben und dann wissen die Bescheid. Deine Leute. So, was haben wir hier? Mhm. Ja, du bist hier sehr dynamisch unterwegs. Ui, du hast voll Fokus, voll Ziel. Ne, du weißt, was du willst. Du bist viel unterwegs.
Ja, du bist schnell unterwegs, Zwillinge. Du brennst hier auch für etwas. Mal sehen, was es ist. Ja, du reitest hier aus einer Blockade raus. Also das, was dich hier zum Beispiel aufhält, ja, die, was dir Unklarheit beschert, das analysierst du und reitest daraus. Ja, also das ist etwas, was, was du jetzt in deinem aktuellen Zustand nicht brauchst, wo du sagst, oh, nee, kann ich nicht mit anfangen. Du transformierst, Zwillinge. Du wirst Dinge, die dich blockieren, wirst du beenden und du wirst dich nicht mehr aufhalten lassen. Es gibt kein, ja, das geht nicht, weil, sondern du sagst, was will ich, und genau das ist das, was geht. Gerechtigkeit. Du sagst, ich will gerecht unterwegs sein. Alles, was in meinem Feld kommt, in mein Feld ist und was halt nicht gerecht ist, das wird hier entsorgt. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Das brauche ich nicht in meinem Hier und Jetzt. Ja? Und das ist genau das, um was es hier geht. Also, was dich blockiert, was für dich nicht gerecht ist, ja, das wirst du hier beenden. Oder du wirst diese Situation, diesen Zustand transformieren, um letztendlich weiterzugehen. Du hast alles, um weiterzugehen, was du brauchst, um dynamisch voranzugehen. Du hast alles. Du musst es letztendlich, und das ist so ein hässlicher Satz, du musst es nur tun. Aber das ist so. Du musst es nur tun. Du darfst in die Gewissheit kommen, hey, Zwillinge hat alles, was Zwillinge braucht, um hier in die Wunscherfüllung zu gehen. Was ist denn deine Wunscherfüllung? Das ist die Mitte der Legung, Wunscherfüllung. Wunscherfüllung und Klarheit. Wir haben hier die Klarheit mit dem Stern und wir haben hier die Klarheit mit dem Uhu. Okay, das ist eine Botschaft, Zwilling. Also du darfst ja darüber im Klaren werden, dass du alles hast, was du brauchst. Und wenn du sagst, nie, dann ist es deine Blockade, die du dir vom Kopf her selber setzt. Du blockierst dich dann selber. Und das ist dieser Zustand, der hier transformiert wird. Was ich auch sehe, ist, dass es Neider gibt. Dass es Menschen in deinem Feld gibt, die dir das nicht gönnen. Deine Leichtigkeit, dein Frohsinn, deine Fröhlichkeit, einfach das Zwilling wie so ein kleiner Schmetterling, heute hier, morgen da, ich springe ins warme Wasser oder ich lasse es auch einfach mal sein, ich gehe heute Eis essen, ich arbeite wann ich will, wo ich will, wie ich will. Ja, hatte ich mich gerade eben unterhalten. Viele haben halt noch diesen Automatismus, morgens aufstehen, abends ins Bett gehen und zwischendurch arbeiten und funktionieren. Mache ich alles nicht mehr, habe ich keinen Bock drauf. Einmal Krebs reicht. Ne? Also wie gesagt, jeder macht seine eigenen Erfahrungen, Leute. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und meistens sind schwere Krankheiten immer ein Transformationsprozess. Also ich kann es euch aus Erfahrung sagen. Das ist, also vielleicht mache ich dazu irgendwann mal ein eigenes Video, wenn ihr da Interesse habt. Aber so eine Geschichte, vieles ist auch, passiert auch, wenn man drum bittet. Ja? Und wenn du sagst, ich bitte um Transformation, dann wird dir gegeben, hundertprozentig. Wenn du nämlich stagnierst und du kommst nicht weiter, Zwilling, und du sagst, ich bitte um Transformation, dann kommt Transformation, in welcher Form auch immer. Dann kommt die Klarheit. Dann wird dir aufgezeigt, dass du dich selber blockierst gerade und dass du letztendlich alles hast, um voranzugehen. Wovon du dich auf jeden Fall frei machen kannst und darfst, ist von Menschen, wo du das Gefühl hast, du musst dich rechtfertigen, du musst gar nichts. Denn diese Menschen, und es können auch Freundschaften sein, reflektier mal, welche Freundschaft tut dir noch gut und welche nicht? Und alle Menschen, die dir nicht gut tun, da wirst du den Kontakt beenden. Du sagst, das mache ich nicht, ich räume jetzt in meinem Umfeld auf. Also Zwilling ist hier, boah, habe ich gerade letztens auch gemacht. So alle WhatsApp-Kontakte, ob geschäftlich oder persönlich, die, wo man ein halbes Jahr keinen Kontakt hat, alle weg. Und das fühlt sich gut, weil es kommen neue dazu. Das Handy wird zwar deswegen nicht schwerer, aber es tut gut. So. Temperance, Ausgleich, entscheide dich für dich selbst. Ich sage mal, Temperance ist immer die, in meiner Wahrnehmung, was ich so auch reinkriege, immer wieder die Entscheidung, die Karte der Entscheidung für dich selbst. Zu wissen, ich habe alles, was ich brauche, um voranzureiten. Ich habe es einfach. So. Und wenn es etwas ist, was du noch nicht siehst oder was dich halt blockiert,
Dann beende das und transformiere. Finde Lösungen. So, was haben wir denn noch hier? Ja, der Ausgleich. Ich entscheide mich für Ausgleich. Ich entscheide mich für etwas, das, was mir nicht mehr gut tut, zurückzulassen. Hat zur Folge, dass du siegreich, 6 der Stäbe, hier vorangehst, Zwilling. Ich sage immer, hast du die Hände voll? Dann lege das, was dir nicht mehr gut tut, was du permanent trägst, lege es ab. Warum? Dann kannst du in die Hände klatschen. Dann hast du die Hände wieder frei. Das ist cool, Leute. Ja? Und manche brauchten die Blockade, um in die Klarheit zu kommen, um dann in den Erfolg zu kommen. Ja, okay. Manchmal darf man Dinge erfahren, die man nicht gut findet, um ins Erwachen zu kommen. Manchmal muss man auf den Popo fallen, um zu sagen, oh, ich bin ja hingefallen. Okay, Krönchen richten, aufstehen, weitergehen. Aber vergesst bitte nicht, aus der Situation heraus, was ihr gelebt habt, zu lernen, warum ihr das erlebt habt, was ihr nicht gesehen habt, was euch blockiert hat. Das ist wichtig, Leute. Ja? So, was kommt denn jetzt hier noch? Eine Karte hätte ich gerne noch. Ja, wow, Justice. Wenn du keine Entscheidung triffst, Zwilling, trifft das Universum deine Entscheidung. Punkt. Ganz klar. Okay. Also, Zwillinge. Wir fangen mal mit der Hauptenergie an. Die Hauptenergie ist hier 4 der Kelche. Zwillinge ist hervorragend im Kopf. Wunderbar. Du bist so im Kopf, Zwillinge, dass du hier gar nicht siehst, dass man dir Hilfe zuteil werden lassen möchte. Hier reicht dir jemand ein Kelch und du siehst es nicht, weil du so blockiert bist. Okay, also, du hast alles, was du brauchst, um aus dieser Blockade rauszukommen. Das bedeutet, du hast hier Menschen, die dich blockieren und die deinen Erfolg schmälern oder die deinen Erfolg sogar verhindern wollen. Weil alleine schon, dass du alles hast, was du brauchst, sorgt schon dafür, dass sie sagen, boah, da tun wir jetzt mal was, dass Zwilling nicht vorankommt. Das ist echt uncool. Und das blockiert deinen Erfolg. Und darüber darfst du dir im Klaren werden. Und das ist deine Lernaufgabe da drin. Die Schöpfung sagt, hey, Zwilling, gleiche etwas aus. Entscheide dich für das Lichtvolle. Du kannst dich natürlich auch für das Unlicht entscheiden. Du bist ein Mensch, du hast einen freien Willen. Aber egal, was es ist, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dich für die Klarheit entscheidest, weil die liegt hier in der Mitte und die liegt hier und dafür sollst du Platz machen. Ja? Heißt auch, du sollst deine Freundschaften überprüfen. Alle, die du nicht gepflegt hast, die nicht an deiner Seite sind, die dir nur Vorwürfe machen, überleg, ob das wirklich gute Freunde sind. Ja? Hier ist ganz, ganz wichtig, dass dein Vorangehen, was hier noch blockiert ist, dass du das transformierst. Also, dass die Blockade transformiert wird, damit du im Vorangehen einen Neustart machen kannst. Weil das ist göttlich geführt. Also die Schöpfung hat schon einen gewissen Platz für dich, wo du hin sollst. Und dafür bedeutet etwas auszugleichen ist. Für dich, du darfst hier etwas ausgleichen. Das bedeutet das. Ja? So, wir klären jetzt mal diese ganze wundervolle, lichtvolle Kartenlegung. Ich finde die ja mega, ne? So, die klären wir jetzt mal mit dem Licht- und Schatten-Tarot. Erste Reihe, was geht's denn da? Vier der Stäbe. Stabilität, Fröhlichkeit, Feiern. Das ist der Neuanfang. Es soll für dich in eine Stabilität gehen, Zwilling. In eine neue Stabilität gehen. Wo du deine Fröhlichkeit feiern kannst, wo du mit Menschen zusammen bist. Deine neue Aufgabe wird sein, mit deiner dynamischen Art und Weise, mit deiner Leichtigkeit, mit deinem So-Sein, die Menschen mitzureißen.
Und das ist das, was ich hier sehe. Und das ist das, was hier noch im Geheimen liegt, was noch nicht Thema ist, weil du noch in der Transformation bist. Da kommt erst, das ist erst im Entstehen. Das ist aber schon mal das, was ich dir sagen kann. Unterstütze andere Menschen, sagen sie immer. Mhm. Wir haben hier Justice in der zweiten Reihe, der auch etwas auszugleichen, eine Entscheidung zu treffen. Entscheide dich für die Menschen, die dich blockieren, hier Gespräche zu führen. Das kann eine Freundschaft sein, es können Neider sein. Entscheide dich, wenn es dir wert ist, dich mit diesen Menschen zu unterhalten und ihnen Klarheit zu geben. Wenn du spürst, dass es der Neid ist durch Neid der Besitzlosen, das, was du hast, was du mitbringst, dass die Menschen, die es nicht haben, dich dadurch blockieren und deinen Erfolg verhindern, entscheide dich aber für den Ausgleich. Und das bedeutet auch, etwas hinter dir zu lassen. Temperance. Ja? Die Gesellschaft wird jetzt gespalten. Ich sage immer, die Gläubigen und die Ungläubigen. Das ist ganz krass gesagt jetzt, aber es ist so. Die, die im Glauben sind, werden es leichter haben, wie die, die nicht im Glauben sind. Das ist so. Und ich glaube, meine ich nicht dieses, ihr wisst, was ich meine, ne? Nicht dieses Radikale, sondern dieses wirklich Gott. Die Essenz, die, da wo wir herkommen, die Liebe. Das meine ich mit Glaube. Menschen was Gutes tun, helfen, Herzöffnung, untereinander lichtvoll sein, unterstützend sein, das ist das. Ja, auf Umwege. Auf Umwege, es wird nicht einfach sein. Es wird in Bezug auf eine weibliche Energie, wird hier Gerechtigkeit walten. Also je nachdem, wenn du eine weibliche Energie in deinem Feld hast, die dafür sorgt, die vielleicht hinter deinem Rücken auch schlecht redet oder die nicht für dich ist, ja, dann haben wir hier die Gerechtigkeit, die da walten wird. Es, ja, Karma. Ich sag nur Karma, Leute. Karma wird jetzt sein Übriges tun. Es gibt jetzt für einige wirklich die Abrechnung. Das ist das, was ich sehe. Deswegen bleibe lichtvoll. Weißt du, der Magier-Zwilling. Das ist das, was du dir erarbeitet hast. Das ist das, wo du in dich investieren kannst. Lass dich nicht vom Außen blockieren. Es ist dein Erfolg, der hier eingefahren werden möchte. Die Schöpfung ist an deiner Seite und möchte, dass du etwas Altes, etwas Unlichtes, etwas, was dich blockiert, dass du das zurücklässt. Wieso fallen denn jetzt da drei Karten raus? Okay. Ja. Okay, ich hab schon die Antwort. Also, pass auf, Leute. Mit wem gibst du dich ab? Drei der Kelche. Wer geht deinen Weg? Wer gehört zu deinen Freundinnen, Freunden? Wer ist an deiner Seite? Okay? Guck sie dir genau an, der gehängte Mann. Guck dir diese Energien an. Wer ist mit dir? Wer ist nicht für dich und nicht mit dir? Du reflektierst aus einer anderen Sicht der Perspektive. Das bedeutet, du versuchst zu verstehen, warum diese Menschen dir dein Glück nicht gönnen. Das ist typisch Zwilling. Du versuchst zu verstehen, warum sie so ein reduziertes Denken haben. Und das ist eine Situation, lieber Zwilling, mit vier der Schwerter sollst du dir genau diese Situation aus einer anderen Perspektive und aber auch ganz genau angucken. Also beides. Der gehängte Mann ist dieses, ich ändere meine Perspektive und gucke aus der Sicht der Hater, der Menschen, die blockiert sind, weil sie mich blockieren, versuchen sie ihre Blockade auf mich zu projizieren. Du versuchst aber auch, sie zu verstehen. Das ist Zwilling. Ja, und gucke dir das bitte mit vier der Schwerter ganz genau an. Wer hier noch für dich ist oder wer nicht. Und eventuell solltest du dir hier aber auch die Hilfe und Unterstützung nochmal holen. Ja?
Weil es könnte sein, dass du es nicht ganz alleine schaffst. So, was haben wir hier noch? Genau. Sei dir selber treu. Treu und loyal. Stehe dir selber treu und loyal zur Seite, Zwilling. Bleibe dir selber treu. Authentizität. Du bist so gut, wie du bist. Perfekt. Bleibe so. Das ist das, was der Hund symbolisiert. Und nehme auch die Menschen mit, die dir selber treu zur Seite stehen und die deinen Prozess, den du hier durchgemacht hast oder durchmachen wirst, nimm die Menschen mit, die an deiner Seite sind. Okay? Du hast es mit vielen Menschen zu tun. Und es sind Menschen, die dich unruhig machen. Das kann es auch sein. Ja, Unruhe, viel Unruhe. Ja, und du denkst ja drüber nach, warum macht mich das unruhig? Es kann hier auch eine Energie sein, die dich unterstützen möchte. Das ist eine männliche Energieform, eine Feuerenergie, die hier ein bisschen Wirbel in dein Leben bringt, um dich hier voranzubringen, aus der Blockade rauszubringen. Es könnte wirklich jemand sein, dass hier jemand in dein Feld kommt und der sagt, sag mal, Zwilling, merkst du eigentlich noch was? Und du so, wieso? Ja, ich helfe dir mal bei der Klarheit hier. Du hast hier Leute, die blockieren dich. Willst du da mal nicht was verändern? Es könnte sein, dass das ein Aktivator ist in deinem Leben hier, der König der Stäbe. Den kennst du im Übrigen. Der wird dir sagen, setz mal den Rückwärtsgang ein. Du musst noch mal ein Stück zurück. Du brauchst die nächste Abfahrt. Die musst du abbiegen. Okay. Wow, das wird die Zwillinge freuen. Zeit für Visionen. Ich nehme mir Zeit zum Träumen und erspüre meine innersten Wünsche. Ja, und was passiert, wenn du das tust? Tada! Schatzilein, du kommst in deine Klarheit. Hier, guck mal da. Und du wirst rausfinden, wer zu dir steht. Und du wirst rausfinden, wie du in den Erfolg gehst. Und du wirst rausfinden bei deinen Visionen, was dich ausgleicht, für was du dich entscheiden musst. Und du wirst connecten mit dem Universum, weil die Visionen kommen immer aus der bedingungslosen Liebe, aus der Urquelle, wo wir herkommen. Und da wirst du die Informationen bekommen, lieber Zwilling. Ja, also Zeit für dich ist jetzt angesagt. Ja, nicht time to say goodbye, sondern time for you. Zeit für dich, Zwilling. Hausaufgaben machen. Okay? Wunderbar. Mein lieber Zwilling, ich hoffe, du konntest hier mit in Resonanz gehen. Ich finde diese Legung unwahrscheinlich wertvoll und ganz, 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 ganz toll. Ihr Zwillinge. Ja. Und manchmal tut es gut, als Zwilling auch ein Eremit zu sein. Ich bin seit 4 Jahren ein Eremit und ich bin Zwilling. Aber es tut mir gut. Und was hört ihr gerade im Hintergrund? Zum Abschluss gibt es nochmal ein Geschnarcher von meinem Hund. Ja, siehst du? Ich sag euch das, ihr Lieben. Also, ich wünsche euch das Allerbeste. Von der Haarwurzel bis zum kleinen Zeh. Haut auf den Tisch, wollte ich sagen. Oder wo? Oder woanders. Nein, ich darf es nicht sagen, sonst wird das Video wahrscheinlich noch nicht mal großartig gezeigt und es geht nicht. Meine Lieben, also bleibt locker vom Hocker. Ne? Haut rein. Schön, dass ihr da wart. Vergesst nicht das Abo, das Like, die Kommentare und vergesst nicht, wenn ihr Hilfe braucht, Kartenlegung. Ich habe so geile Angebote für euch. Ich habe schon wieder kreativ was Neues kreiert. Und wir arbeiten demnächst ein bisschen mit Energien in den Kartenlegungen, aber nicht, wie ihr es so kennt, sondern ein bisschen anders. Lasst euch überraschen, was für private Legungen auf euch zukommen können, wenn ihr da Interesse habt. Es ist einfach mega cool. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf alle, die sich unterstützen lassen wollen. In diesem Sinne, ihr Lieben, seid so motiviert wie mein Boxermädchen. Sie schnarcht und schnarcht. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Schön, dass er da war. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.